Im Nordosten Chinas liegt Haminhwanghwa. Archäologen fanden dort ein stummes Zeugnis eines tragischen Ereignisses. Etwa 100 Skelette, alte, Kinder, Männer, Frauen, zusammengetragen auf einem Haufen. Das gesamte Dorf wurde anscheinend im Anschluss in Brand gesetzt und nie wieder besiedelt. Diese Toten berichten uns von der ersten Epidemie, die wir nachweisen können, und sie liegt 5000 Jahre zurück. Pandemien, das sind traumatische Erfahrungen unseres kollektiven Gedächtnisses. Wir können uns vor ihnen kaum schützen. Keine Grenze und kein Militär hält sie auf. Wir sind ihnen in einem Gefühl der Ohnmacht ausgeliefert. Seuchen wie die schwarze Pest, die spanische Grippe und AIDS sind fest verankert in unserer Geschichte und unserer kollektiven Erinnerung. Auch Covid-19 wird schon bald zu den prägenden Pandemien der Menschheitsgeschichte zählen. Und während wir nicht zentral über Covid-19 berichten wollen, so glauben wir doch, dass sich ein Blick in die Geschichte der Pandemien lohnt. Denn Pandemien, so heißt es gemeinhin, werden stets bedrohlicher. In einer immer stärker vernetzten, globalen Gesellschaft trennen uns nur wenige Flugstunden von selbst den entferntesten Ländern. Täglich transportieren Tausende und Abertausende von Maschinen Zehntausende von Menschen. Diese Mobilität trifft auf eine Menschheit, die mittlerweile über 7 Milliarden zählt. Die Welt wird kleiner und enger. Ein idealer Nährboden für Viren und Bakterien, so scheint es. Kommt einst die richtige Pandemie, könnte sie das Ende unserer Zivilisation bedeuten. Diese Haltung wollen wir überprüfen. Wir betrachten in 4 Episoden, die wöchentlich erscheinen werden, die verheerendsten Pandemien der Menschheit. Ganz bewusst werden wir am Ende auch in die Zukunft blicken und die noch hypothetische Krankheit Disease X betrachten. Jene Pandemie, die man bei der WHO, im CDC und im Robert-Koch-Institut befürchtet, die aber, soweit wir wissen, noch nicht existiert. Beginnen werden wir heute mit einer Pandemie, die mehr Todesopfer forderte als die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts zusammen. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Das Jahr ist 1347. Die Stadt Kaffa auf der Krim wird von der Goldenen Horde belagert, unter denen eine Seuche wütet. Auf Befehl des Khans wurden die Leichen der Verstorbenen mit Katapulten in die Stadt geschleudert, um so die Krankheit unter den Verteidigern zu verbreiten. Als europäische Seeleute aus Kaffa fliehen, nehmen sie die schwarze Pest mit an Bord und bringen sie nach Sizilien, Marseille und Valencia. In den folgenden Jahren verbreitet sich die Pest unaufhaltsam entlang der Handelsrouten in Europa. 1348 erreicht sie Frankreich und England, 1349 schließlich das heutige Deutschland, wo sie das große Sterben genannt wurde. Einer der wichtigsten Zeugen der Pestepidemie war Giovanni Boccaccio. In seinem Il Decamerone beschreibt er das Wüten der Seuche in der Stadt Florenz eindringlich und detailreich. Die Pest, die einige Jahre zuvor im Orient ihren Ursprung hatte, tötete eine endlose Zahl von Menschen auf ihrem unaufhaltsamen Zug von einem Ort zum anderen, bis sie sich schließlich über den gesamten Westen verbreitet hatte. Wenige der Kranken wurden je geheilt und fast alle starben am dritten Tag nach Auftreten der ersten Symptome. Menschen erkrankten überall. Brüder verließen ihre Brüder, Onkel verließen ihre Neffen und, schlimmer noch, fast unvorstellbar, Väter und Mütter hörten auf, sich um ihre Kinder zu kümmern, als seien sie nicht ihre eigenen. Viele beendeten ihr Leben in den Straßen, bei Tag und bei Nacht, während andere in ihren Häusern starben. Und nur wegen des Verwesungsgestanks von ihren Nachbarn gefunden worden. Die Stadt war voller Leichen. Boccaccio übertreibt nicht. Die Pest war hoch ansteckend und hatte eine Mortalitätsrate von annähernd 100% im Fall der Lungenpest und eine fast ähnlich hohe für die Beulenpest. Insgesamt starben allein in Europa 30 bis 50 Millionen Menschen. Über ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Weltweit liegen nur grobe Schätzungen vor, welche von 75 bis 200 Millionen reichen. Wohlgemerkt, bei einer Weltbevölkerung, die vor der Pandemie nicht ganz 500 Millionen zählte. Die damaligen Menschen hatten keine Erklärung für die Krankheit und wie sie sich verbreitete. Viele Theorien kamen auf. So glaubten die meisten, die Pest sei eine von Gott gesandte Strafe für Verfehlungen der Menschheit. Andere glaubten, giftige Dämpfe seien aus dem Osten nach Europa gekommen. Dieses sogenannte Miasma sei der Auslöser der Pestilenz. Andere wieder suchten einen Sündenbock in Minderheiten. Schnell waren die Juden als Missetäter ausgemacht. Sie, so hieß es, hätten die Brunnen der Christen vergiftet. Mit unfassbarer Grausamkeit ging man in vielen Städten gegen die jüdische Bevölkerung vor. So schreibt etwa ein Straßburger Chronist für das Jahr 1349: An einem Freitage
fing man die Juden. Am Samstag verbrannte man die Juden. An die 2000 wohl. Die Juden wurden aus der Stadt geführt. Dort war ein hölzernes Haus aufgebaut, in dem sie lebendig verbrannt wurden. 6 Tage dauerte die Verbrennung und verschont wurden nur jene, die sich zu Christen taufen ließen, Kinder und schöne Frauen. Die Maßnahme blieb selbstverständlich ohne Erfolg. Wenig später wurde auch Straßburg von der Pest heimgesucht. Auch besonders fanatische Christen, die sich durch Buße vor der Seuche schützen wollten, schafften keine Linderung. Im Gegenteil, durch ihre Geißlerzüge, in denen sie von Stadt zu Stadt reisten und sich die Haut blutig schlugen, trugen sie maßgeblich zur Verbreitung der Krankheit bei. Lediglich die ikonischen Pestärzte mit ihren langen Schnabelmasken konnten sich durch puren Zufall ein wenig schützen. Um nämlich das Miasma zu bekämpfen, den vermeintlich giftigen Pesthauch, verbrannten sie Kräuter und Blumen in ihren Schnäbeln. Dies bewahrte sie gelegentlich vor der Ansteckung mit Yersinia pestis. Ähnliches Glück hatte der Papst. Clemens VI., bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil, floh vor der Pest auf seinen Sitz Avignon und verbrachte den Sommer 1348 auf Rat seines Arztes zwischen brennenden Feuern. Dies hielt womöglich Flöhe von ihm fern und konnte ihn so vor der Pest bewahren. Erst nach einiger Zeit begannen sinnvolle Maßnahmen, oft getrieben durch pure Angst. Menschen isolierten sich und vermieden den Kontakt zu anderen, teils suchten sie ihr Heil in der Flucht auf das Land. In der heutigen Stadt Dubrovnik wurden sogar effektive behördliche Maßnahmen getroffen. Schiffe, die den Hafen anfuhren, wurden 30 Tage lang, Trentino, isoliert. Später erhöhte man den Zeitraum auf 40 Tage, Quarantino, der Ursprung unseres heutigen Wortes Quarantäne. Aber warum war die Pest so erfolgreich? Ausschlaggebend waren vor allem 2 Faktoren: Unwissenheit und mangelnde Hygiene. In der Welt des späten Mittelalters existierte keine Müllabfuhr, keine Straßenreinigung und in der Regel keine Kanalisation. Die damaligen Städte und Dörfer müssen voll von Ratten gewesen sein. Und der Rattenfloh ist der zentrale Wirt von Yersinia pestis, dem Pestbakterium. Um die Menschen war es kaum besser bestellt. Ein Bad galt als außergewöhnlich, und zwar bis in die höchsten sozialen Schichten hinein. Öfter als einmal im Monat badete man nicht. Die Menschen waren ebenso verfloht wie die Ratten. Dazu kam die Unwissenheit über die Krankheit, welche zu teils irrationalen Maßnahmen führte. Maßnahmen, die wiederum zur Verbreitung der Krankheit beitrugen. Statt den öffentlichen Verkehr zu reduzieren, suchte man Heil in der Flucht. Menschen vom Land drangen aus manchmal wirtschaftlichen Gründen in die Städte. Stadtbewohner zogen sich auf das Land zurück, um vor der Pest zu fliehen. Kirchliche Messen und fanatische Geißlerzüge, mit denen man hoffte, Gott milde zu stimmen, waren Zentren der Verbreitung der Pandemie. Heute würde man sie vermutlich Superspreader-Events nennen. Und keine Medizin half. Die schrecklichste Pandemie der Menschheitsgeschichte kostete bis zu 200 Millionen Menschen ihr Leben und führte zu erheblichen Umwälzungen allen Lebensbereichen, insbesondere von Religion und Wirtschaft. Die Pest flackerte in den folgenden Jahrhunderten bis in unsere Zeit hinein immer wieder neu auf, entfaltete aber nie ähnliches Zerstörungspotenzial wie im 14. Jahrhundert. Dies galt auch für Cholera, Pocken und ähnliche Krankheiten. Erst im 20. Jahrhundert fegte wieder eine Pandemie über die Welt und forderte viele Millionen Todesopfer. Die Grippepandemie von 1918, auch bekannt als spanische Grippe, über die wir nächste Woche berichten werden. Wir hoffen, ihr hattet trotz des außergewöhnlichen Themas Spaß an unserer heutigen Folge. Wir danken euch fürs Zuschauen und wir freuen uns über euren Daumen nach oben sowie eure Kommentare, die wir ab jetzt wieder in regelmäßigen Comchecks beantworten werden. Unser Dank gilt unseren großartigen Unterstützern auf Patreon, die uns auch während der Corona-Zwangspause die Treue gehalten haben. Allen voran unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Max, Michael, Apollon, Robert und Alvarez Sebastian. Bis nächste Woche und in diesem Sinne 42.